Per Machtdemonstration zum siebten Streich. Der SSC Palmberg Schwerin gewinnt den DVV-Pokal mit einem souveränen Dreisatzsieg gegen den SC Potsdam. Schwerin in Gelb von Beginn an dominant. Eine schnelle Führung im ersten Satz, 5:1 als Grundlage für den Favoriten. Mitte Februar haben sich die beiden Teams einen heißen Kampf in der Bundesliga geliefert. Damals ein knappes 3:2 für Schwerin. In diesem Finale der SSC umso überlegener Lauren Barfield, die US-Amerikanerin, zum 18:10. Erst bei den Satzbällen wachen die Potsdamerinnen auf. Von 24:14 auf 24:19. Ein starker Block. Bis dann Greta Schakmari genug hat, kompromisslos zum ersten Satz gewinnen. Coach Felix Koslowski absolut zufrieden. Potsdam, der Finalneuling, ohne Antwort auf die überragende Spielerin auf der anderen Netzseite. Lauren Barfield immer mit viel Tempo, mit viel Wucht durch die Mitte oder wie hier mit viel Technik, ausgedrehtes Handgelenk. Barfield einer der Garanten in diesem Finale. Und kurze Zeit später Coach Koslowski im Mittelpunkt. Potsdam jubelt schon über den 11. Punkt. Da zieht der Schweriner Trainer und auch Frauenbundestrainer den Videobeweis. Der Block von Marie Schölzel, der sah gut aus und er ist auch auf der Linie. Der zweite Satz, eine klare Sache für Schwerin, 25:13. Großes Thema vor dem Pokal, Potsdams Zuspielerin, die bisherige Nummer 1 Takagui, ohne Spielpraxis in der Liga, ein echtes Problem im Zentrum, dem Volleyball-Herzstück. Potsdam trotzdem mit Kampfgeist, immerhin 13:13, der Ausgleich im dritten Durchgang. Danach übernimmt aber wieder der Favorit, Denise Imudo, mit einer tollen Rettungstat. Und dann liegt sie einfach genau richtig, um den Ball im Spiel zu halten. Angriff Chakmari und der Ball wieder ganz knapp. Ja, aus oder nicht, die nächste Challenge von Adlerauge Koslowski. Statt 19:17 ein 20:16, die Vorentscheidung. Schwerin gewinnt deutlich mit 25:19, 25:13 und 25:18. Der siebte Pokaltriumph für den SSC mit einer Machtdemonstration und strahlenden Pokalgesichtern.